Hi, ich bin Anis und oft werde ich gefragt, welche Bücher über das luzide Träumen ich empfehlen würde. Deswegen geht dieses Video über ein paar Bücher, die ich bis dato schon gelesen habe. Wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben willst, welche Videos ich gemacht habe, wann ich wo welche Traumgruppen leite oder über andere Neuigkeiten in Bezug zu Träumen von mir, dann schick mir eine E-Mail an anise@gmx.de mit deinem Wohnort und der nächstgrößeren Stadt in deiner Nähe. In dem Buch Illumination des Träumens von Frederik Iddodsen schreibt der Autor über seine Reisen in andere Welten und er stellt auch viele Übungen vor, die er mit Sternchen kennzeichnet, ob sie ihm gefallen oder nicht. Und du kannst dann selber schauen, ob sie auch dir gefällt oder halt auch nicht. Um luzide zu träumen, braucht jeder Mensch seine eigenen Traumzeichen, seine eigenen Reality-Checks, sein eigenes System, um in einen luziden Traum zu kommen. Und Patricia Garfield macht das anhand eines Mandalas, dass sie sich ihre Traumsachen dort organisiert. Und deswegen heißt ihr Buch halt natürlich auch Der Weg des Traummandalas. Wenn du dich für die biologischen und chemischen Prozesse im Kopf interessierst, während du schläfst, ist für dich das Buch Advanced Lucid Dreaming – The Power of Supplements genau das Richtige. Und natürlich solltest du vorher schon ein paar Einsteigerbücher gelesen haben, denn in dem Buch wird das ABC nicht mehr wiederholt. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat oder dich inspiriert hat und du gerne mehr Videos von mir sehen willst, dann kannst du mir helfen mit einer Spende, damit ich mehr Videos machen kann. Und ich bedanke mich bei dir, indem ich Fragen beantworte per Mail, per Skype oder du kannst auch an einer Traumgruppe teilnehmen, die ich leite. Träume bewusst steuern von Celia Green und Charles McCreary ist ein Buch, was mehr wissenschaftlich geschrieben ist. Ich bin jetzt auch noch dabei, es zu lesen, deswegen kann ich euch noch nicht mehr dazu sagen. Und hier Der Weg zum wahren Adepten von Franz Bardon ist ein sehr praktisches Buch mit verschiedenen Übungen, was so auf verschiedenen Leveln ist. Und es ist auch ein Buch, wo ich über die Jahre immer wieder reingeschaut habe und auch immer mehr merke mit der Zeit, wie stark diese Level aufeinander aufbauen. Es gibt noch ganz viele Bücher, die ich gerne zeigen würde, ganz viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die aber auf meiner Liste stehen. Und ja, ich denke mal, das reicht erstmal als Einstieg. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Klarträumen und schreib mir doch als Kommentar, was dein Lieblingsbuch über das luzide Träumen ist. Ja, toll. Super, haben wir. Gehst schon an? Ja. Kann man klatschen. Okay. Du kannst eigentlich schon gleich, wenn ich, nachdem ich den Titel gesagt habe, kannst du eigentlich gleich schon abhauen sozusagen. Und ich schaue dann in die Kamera wieder. Alles klar. Okay. Okay, ich weiß Bescheid. Die zwei warten noch ab. Naja, die machen nichts, glaube ich. Okay. Okay. Und bitte? Schöpferisch träumen von Paul Tholey und Caleb Utecht ist auch einer der ersten Bücher. Und Paul Tholey? Okay. Ah, ich habe nicht reagiert. Tut mir leid. Genau, Schöpferstein von Paul war auch eines meiner ersten Bücher. Zack. Okay, alles klar. Gut. Okay, Schöpferisch träumen von Paul Tholey und Caleb Utecht war auch eines meiner ersten Bücher.